Ludwig Bölkow, der Name des Hauses, ist für die IHK zu Schwerin Programm. Ludwig Bölkow stand für Innovationen. Das Ludwig-Bölkow-Haus ist aus energetischer Sicht auch eine Innovation. Als erstes Gebäude seiner Art wurde der Sitz der Schweriner IHK mit der Auszeichnung für nachhaltiges Bauen prämiert. Wenn wir uns die Wärmeerzeugung im Ludwig-Bölkow-Haus anschauen, dann sehen Sie, dass wir über Wärmepumpen, also Geothermie, im Winter das Haus beheizen. Und im Sommer wird das Haus eben durch das Grundwasser entsprechend gekühlt. Also von daher ist erneuerbare Energie für uns wirklich auch ganz konkret umgesetzt. Verantwortlich dafür eine geothermische Anlage, über die am Tag der erneuerbaren Energien am Freitag informiert wurde. Eine Meisterklasse Sanitär, Heizung und Klima der Handwerkskammer Schwerin bekam einen tieferen Einblick in die Funktionsweise. Insgesamt 218 Energiepfähle ragen in eine Tiefe von 20 bis 28 Metern. 75% des Heizenergiebedarfs und 100% des Kühlenergiebedarfs des Hauses werden durch diese Geothermieanlage abgedeckt. Über ihr großes Geothermievorhaben informierten auch die Stadtwerke Schwerin einen Tag später. Denn der Tag der erneuerbaren Energien war eigentlich ein ganzes Wochenende der erneuerbaren Energien. Auf dem Gelände des Heizkraftwerkes wurde zum Tag der offenen Tür eingeladen. Einmal ein Segway selbst ausprobieren oder mit den Kraftwerkern die spannende Anlage bestaunen. In der alten Warte des Heizkraftwerkes gab es Informationen zum künftigen Vorhaben der Geothermie. Doch auch jetzt schon engagieren sich die Stadtwerke in vielen Projekten für erneuerbare Energie. Wir betreiben eine Biogasanlage seit etlichen Jahren. Wir haben eine Sekundärregelenergieanlage, ist auch bekannt unter Power to Heat. Die läuft auch sehr erfolgreich. Wir haben diverse Photovoltaikanlagen installiert. Im eigenen Unternehmen laufen die, aber auch an anderen Standorten in der Landeshauptstadt. Ja, und das soll ein Beitrag unseres Unternehmens sein zum Umwelt-, zum Klimaschutz. Und den leisten wir natürlich sehr gerne. Auch in Sachen E-Mobilität und alternative Antriebe unterstützen und beraten die Stadtwerke Schwerin gerne. Und etliche Förderprogramme hält der Energieversorger in diesem Bereich ebenfalls bereit. Mit gutem Beispiel gehen die Stadtwerke Schwerin beim eigenen Fuhrpark voran. Das Thema alternative Antriebe hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Unsere Fahrzeugflotte besteht zu großen Teilen aus Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, sowohl Elektro- als auch Erdgas. Darüber hinaus haben wir eine sehr große Zweiradflotte, elektrisch betrieben, sprich Roller und Pedelecs, also sogenannte Fahrräder mit Elektroantrieb, die gerne von unseren Mitarbeitern für Dienstfahrten auch genutzt werden, was wir auch unterstützen. Und auch die Fahrzeuge kommen bei uns regelmäßig zum Einsatz und wir wollen damit ein Stück weit Vorbild sein und umweltfreundliche Mobilität einfach leben. Die Stadtwerke Schwerin haben sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und das nicht nur am Tag der erneuerbaren Energien.